Schewen ist der zweitschönste Ort im Kreis Euskirchen. Das zumindest hat vor ein paar Jahren eine Jury entschieden im Rahmen des Wettbewerbs Unser Dorf soll schöner werden. Die Schewener selbst sehen das natürlich ganz anders. Für sie ist ihr Dorf das schönste weit und breit. Wir wollten deshalb selbst uns mal ein Bild machen und sind dorthin gefahren. Schewen liegt in der Nähe von Kall und ist von Aachen aus etwa eine gute Autostunde entfernt. Und wir konnten bei unserem Besuch feststellen, vor allem im Herbst zeigt sich das Dorf von seiner schönsten Seite. Viele Häuser in Schewen stehen unter Denkmalschutz. Einige sind schon 300 Jahre alt. Die waren teilweise völlig verfallen, wurden nach und nach instand gesetzt. Der Ort liegt in der eher dünn besiedelten Nordeifel und wurde erst 1911 an das Strom- und Wassernetz angeschlossen. Davor versorgten sich die Dorfbewohner aus dieser Quelle, von den einheimischen Klus genannt. Gebadet hat man ja nicht, hier hat man nur Trinkwasser geholt. Hier in Schewen hatten die Bürger nicht alle einen Brunnen. Die mussten hier an zu Klus gehen, mussten sie ihr Wasser nehmen. Das war wirklich gesund. Schewen war früher ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Heute gibt es hier nur noch zwei Bauernhöfe. Den Platz in Stall und Scheune nutzen die Dorfbewohner nun auf andere Weise. So wie hier, wo jede Menge Altertümchen von Dachboden und Ostkellern verkauft werden. Die Idee zu diesem Hoflohmarkt haben die Besitzer aus Schweden. Da gibt es so etwas an jeder Ecke. Da sind dann auch so alte Bauernhäuser und die haben dann immer irgendwo auf so einer Galerie da so ein bisschen Trödel. Und das fanden wir immer ganz schön, ne? Das war nicht so aufwendig und waren immer so alte Damen, die haben das dann da verkauft. Das war schon ganz schön. Über allem thront die Kirche. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie von den Schewenern aus eigenen Mitteln gebaut. In ihrem Schatten steht eines der ältesten Traufenhäuser der Eifel. Solche Gebäude erkennt man an ihrem weiten Dachüberstand. Hier wohnt der Maler Jürgen Schmidt. Er kommt aus Bonn, ist vor 15 Jahren nach Schewen gezogen. Seine Bilder waren schon auf zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Gelernt hat Jürgen Schmidt bei dem bekannten Künstler Josef Beuys. Ähnlich wie der widmet sich der 59-Jährige eher düsteren Themen. Ich hatte ja immer als Thematik Krieg, die Folgen des Krieges und Menschen, die also unterdrückt werden. Und wenn man dann in so ein schönes Dorf hier zieht, mit Teil der Welt und Kühen und so weiter, dann fällt es einem manchmal doch schwer, sich zurückzuziehen und diese Thematik dann weiter zu verfolgen, weil das einfach dann so irreal plötzlich alles wird. Und da habe ich auch heute noch, nach den vielen Jahren, wo wir hier wohnen, meine Probleme mit. Düstere Gedanken kommen in Schewen auch bei Nacht kaum auf. So viel Schönes gibt es zu entdecken. Wie der Innenhof der Töpferei. Keramiken in allen Größen und Formen entstehen unter den Händen von Michael Moses. Seine Werkstatt hat er seit 24 Jahren hier. Sogar Bestellungen aus New York oder Singapur hat der Töpfermeister. In Schewen kann man seine Arbeiten natürlich sofort kaufen. Die Töpferei betreibt er zusammen mit seiner Lebensgefährtin, die aus der Schweiz stammt. Die beiden sind aus dem Westerwald hierher gezogen. Wir waren also überall in der Eifel zu suchen. Und zum Schluss haben wir dieses Haus gefunden. Der war also eine Ruine im Grunde genommen. Ja, es war ziemlich kaputt. Mhm. Aber als ich das gesehen hatte, dann wusste ich das und kein anderes. Ich habe das schon fertig gesehen, wie es dann mal wird. Und das war auch ziemlich viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. In Schewen leben 550 Menschen. Und die sind beim Martinszug fast alle auf den Beinen. Sämtliche Feste werden im Dorfsaal gefeiert.
Heute geht es natürlich in erster Linie um die rund 80 Kinder im Dorf. Aber Martins Wecken gibt es nicht nur für sie. Auch ältere Menschen kriegen ein. Das hat in Scheven längst Tradition. Es sind auch viele, die nicht hier hinkommen können. Dann werden die Wecken denen dann gebracht. Ja, hatte ich heute Nachmittag noch mit einer Frau gesprochen, die war krank, sagte, ich kann leider nicht kommen, aber sie kriegt schon ihren Weg. Hilfsbereitschaft wird in Scheven großgeschrieben. Auch beim Aufbau des Martinsfeuers haben sich viele im Dorf beteiligt. Das Feuer ist eines der größten in der Eifel. Auch darum kann man Scheven einfach nicht übersehen. Ich finde, da sollte man unbedingt mal hinfahren und einen Fotoapparat mitnehmen.